Hallo und herzlich willkommen zu Uetersen TV. Wir sind für euch nach Hamburg-Altona gefahren, um die Obdachlosenorganisation Mahlzeit für einen Tag zu begleiten. Als wir vor der Tür standen, hatten wir echt Respekt vor dem, was uns oben erwarten wird. Okay, dann hätten wir nur zwei Fragen an Sie. Warum spielen Sie hier Klavier und warum kommen Sie überhaupt hierher? Ich komme hierher, weil ich hier einerseits Menschen treffe, die ich kenne mit der Zeit, kennengelernt habe. Und ich komme hierher, weil ich zu Hause kein Klavier habe, auch nicht den Platz hätte für ein Klavier, auch nicht das Geld hätte für ein Klavier. Ich habe gerade ein Keyboard, aber das funktioniert auch nicht so richtig. Und hier komme ich jetzt schon seit Jahren hin und spiele hier auf diesem Klavier und bin auch ganz dankbar, dass ich auf diesem schönen Instrument spielen darf. Ja, das ist wirklich so. Waren Sie früher mal auf die Hilfe der Organisation angewiesen? Oder? Also was ich nutze, ist auch, dass man hier was essen kann. Ne? Das tue ich durchaus häufiger. Aber der Hauptgrund für mich ist wirklich hier das Klavier, muss ich sagen, ja. Bist du glücklich darüber, dass es diese Organisation gibt, dass es einen warmen Ort gibt, an dem du essen, trinken kannst? Ja, für uns Obdachlosen, also es sind ja nicht alle obdachlos hier, aber die meisten. Und da ist dieser Anlaufpunkt schon richtig gut für. Und da auch meine Schlafstelle nicht weit von hier weg ist, ist das für mich optimal hier. Ne? Ja. Wie bist du genau auf diese Organisation gekommen, also genau hierhin zu kommen? Man hat wieder Leute kennengelernt, wo man ganz am Anfang war und dann geht man mit. So, und dann irgendwann bringt man wieder andere wieder mit. Ja? Das spricht sich rum. Ja? Das ist Mundpropaganda. Genau. Warum denkst du, möchte nicht jeder Mensch, der auf der Straße lebt, so eine Hilfe annehmen? Also lässt sich nicht helfen? Manche wollen nur mit sich selber zu tun haben. Die mögen keine Menschen um sich herum haben, die wollen alleine sein. Ja? Was ist dein größter Wunsch so fürs weitere Leben? Frieden. Wie empfindest du das, wenn Leute dich auf der Straße komisch angucken? Da reagiere ich gar nicht mehr drauf. Unter dem Punkt bin ich weg. Das war früher mal, aber jetzt nicht mehr. Und wie war das dann früher? Da hat man sich schon ein bisschen geschämt. Aber ich setze mich auch nicht irgendwo hin und bettle. Ich lebe von Flaschensammeln. Ja. Also, aber nee, jetzt ist das egal. Da können mich ruhig welche doof angucken. Ja. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du jetzt auf der Straße lebst? Wie bei den meisten. Ehe kaputt, keine Arbeit mehr, Wohnung weg und dann landet man draußen. Ja. Ja. Und wie sieht dein Tagesablauf aus? Morgens stehe ich gegen 8, Viertel nach 8 auf, packe meine Sachen zusammen und komme dann hier hin um 9 Uhr zum Frühstücken. Diese Gründung jetzt für die Mahlzeit, für die Obdachlosen, ja, das ist der Grund, dass die Leute hier zum Beispiel warmes Essen kriegen, Frühstück bekommen, dann können sie duschen, sie kriegen Kleidung neue, also jeder, der duschen geht, wird von oben bis unten eingekleidet, das gehört dazu. Okay. Und sie können hier auch Spiele machen, wenn sie jetzt hier sitzen, sie können sich hier aufhalten.